Herzlich willkommen bei Feuerwehr-Willi, das bin ich. Wir wollen heute über Taktik im Einsatz sprechen, aber nicht irgendwelche komplizierten Taktiken, sondern mehr so Grundlagen. Und was total wichtig ist, finde ich, das ist wichtig für die Gruppe, also für das ganz normale Feuerwehrmitglied als Angriffstrupp oder als Wassertrupp, als Stautrupp, aber auch für den Gruppenführer, für den Einsatzleiter, wie man da zusammenhängt, was jeder beachten sollte, wer von oben runter guckt und wer von unten hoch guckt, wie da die Synergien sind, also wie man da zusammenarbeiten sollte. Und ich glaube, da gibt es total Redebedarf, weil ich kenne viele Beispiele, wo es einfach leider nicht so optimal läuft. Vielleicht ist es bei euch auch so und vielleicht kann ich euch jetzt helfen, das so ein bisschen nach vorne ranzutreiben, dass es ein Tick professioneller wird, okay? Schauen wir mal. So, stellt euch mal Folgendes vor. Grundausstattungswehr, wie wir jetzt hier zum Beispiel, das ist der Ortsrammeister. Der Ortsrammeister läutet zum Dienst, die kommen natürlich alle fleißig und wir sind mit einer Gruppe irgendwie, mit mehreren Leuten natürlich am Üben, aber wir teilen uns dann immer in Gruppen auf. So, dann haben wir eine Gruppe, besteht ja aus 8 Leuten. Ne? Wer zur Gruppe gehört, wisst ihr, sonst so oben in der Infokarte nochmal gerne, die sich die Gruppen zusammensetzen, welche Position es gibt. Okay. Also ihr macht Dienst, der Ortsrammeister nimmt sich seine Gruppe, zieht sich noch eine Gruppenführerweste, wenn das noch womöglich an, was auch super ist, und leitet seine Gruppe. So, das Besondere ist jetzt, ein Gruppenführer oder überhaupt jeder Mensch kann, das ist erwiesen, das wurde mal erforscht, kann irgendwie 5 Leute gleichzeitig, ich sag mal 5 Tasks aufmachen. Ja? Das heißt, man kann nur 5 Leute gleichzeitig unterhalten. Also er kann auch nicht mit 8 Leuten immer kommandieren, er kann mit dem Wassertrupp nicht sagen, du legst die B-Leitung da lang und du das Standrohr dahin und nein, deshalb gibt es auch Führer, die stellvertretend für die anderen Mitglieder und so weiter den Befehl weiterverarbeiten, dem die so ein bisschen entlasten. Ne? Die Truppführer fehlt dann ein bisschen was weg. Das heißt, wenn der Gruppenführer den Truppführern was sagt, spricht er hier mit 1, 2, 3 und natürlich der Maschinist womöglich noch, spricht er hier mit 4 Leuten. Theoretisch könnte noch einen 5. Trupp noch mit betreuen. Dann ist aber auch Schicht. Ne? Das ist wie so ein Kindergeburtstag, weiß nicht, wer es kennt, mehr aufgepasst hat auf dem Kindergeburtstag. Alle Kinder zuppeln an einen rum von allen Seiten und wollen gleichzeitig was haben. Ich will ein Eis, ich muss auf Toilette und kannst mir mal sagen, wie spät es ist und wo ist meine Mama und so. Ne? Da ist dann irgendwo, wo man sagt, ah! Ne? So, genauso geht es an Gruppenführer, wenn er runterguckt. Der kann 1, 2, 3, 4 Leute noch super bearbeiten, im 5. noch, aber dann ist auch Schluss. Okay, das müsst ihr erstmal wissen, um gleich zu verstehen, wo das Problem gleich ist. Okay, das heißt, hier ist der Feuerwehr-Willi als Ortsrammeister und hat seine Gruppe. Die sind gewohnt, mit Feuerwehr-Willi zu sprechen. Klappt auch gut. Wir haben einen Einsatz. Ein Busch alleine ist erstmal kein Einsatz. Ne? Also aus dem Busch machen wir erstmal einen Einsatz. So, das ist ein Kleinbrand. Ne? Das heißt, ein rotes Dreieck ist das taktische Zeichen für einen Kleinbrand. Je mehr Dreiecke, bis maximal 3, desto schlimmer das Feuer. So. Ein kleines Feuerchen in einem Busch. So. Wie läuft das ab in der Praxis? Das Feuerwehrauto kommt. Ne, die Leute treten an. Die sitzen ab. Dazu gibt es übrigens auch ein Video. Gut. Die stellen sich hin, wie es sich gehört. Und dann kommt dazu natürlich noch der Einsatzleiter für den Einsatz. Ist aber nur die eine Gruppe alarmiert, also der Einsatzleiter ist auch gleichzeitig der Gruppenführer und er sagt seinen Jungs, so, ihr müsst das Feuerchen ausmachen, bla bla bla. Ne? Das ist erstmal kein Problem. Er spricht mit 4 Leuten und das Feuer ist rucki zucki aus, wir sind ja alles Profis. Zack. So, jetzt wird's spannend. Jetzt ist ja nämlich kein Busch mehr, sondern hinter dem Busch ist ein Haus und in dem Haus brennt es richtig. Ne? Das ist richtig Vollbrand, also richtig großes Feuerchen im Haus. Das heißt, ihr ahnt es schon, es wird wahrscheinlich nicht nur eine Feuerwehr kommen. Wir gucken mal. Es kommt ein Feuerwehrauto, wieder wie vorhin. Die sitzen ab und der Einsatzleiter steht hier. Wunderbar. Man hört aber schon, oh, da kommen noch welche. Nämlich kommt jetzt noch einer, von da noch ein Feuerwehrauto, von da kommt noch ein Feuerwehrauto. Und von da kommt noch ein Feuerwehrauto. Das ist ja alles in der AAO, Alarm- und Ausrückordnung geregelt, wer da jetzt alles zukommt, je nach Alarmstichwort, ne, wie groß das Feuer ist.
kommen die jetzt. Bis jetzt noch nicht schlimm. Gehen wir schnell weiter. Was passiert, wenn die ankommen? Die wollen natürlich auch aussteigen. Das machen sie auch. Machen wir mal eine neue Folie. Jetzt sind die drei Autos, die noch dazukommen sind, 1, 2, 3 Gruppenführer mit ihren Gruppen auch noch ausgestiegen. Was für eine Frechheit. Ne? Die sind ja alles voll auf dem Platz. 4 mal 8 Leute. So. Was passiert? Die wollen natürlich wissen, was sie machen sollen. Gelbe Weste Einsatzleiter, rote Weste Gruppenführer. Der Gruppenführer kommt natürlich und sagt, was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? Und die, mit denen ich immer so schön geübt habe bei uns in der Feuerwehr, kommen auch. Was soll man machen? Spätestens jetzt kriegt der Einsatzleiter Schnappatmung und sagt, macht, was er wollt. Schlecht, ne? Total überfordert, weil er hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, die er verarzten soll gleichzeitig. Womöglich kommen hier noch mehr angelaufen und so weiter. Das ist schlecht. Okay? Das ist schlecht für die Gruppe, das ist schlecht für euch und das ist schlecht für die anderen, denn der Einsatz wird wahrscheinlich nicht so glatt laufen. Und da gibt es vielleicht bessere Varianten dann. Und das stelle ich mal. Und das hat nichts mit Talent oder Nicht-Talent zu tun. Irgendwo ist Schluss, wirklich sich auf 5 Themen gleichzeitig konzentrieren zu können, ist wirklich schon eine Herausforderung. So. Okay. Wie sollte man es machen? Wir spulen mal zurück. Alle sind angetreten. Jetzt müsste der Einsatzleiter, und das ist eure Hausaufgabe, das zu üben. Der Einsatzleiter muss, Toni, komm mal hier, von seiner eigenen Werden Gruppenführer rufen oder sein Stellvertreter oder Gruppenführer, wie gesagt. So, und dann muss der Einsatzleiter sich nämlich sagen, ich gehe eine Ebene hoch, du gehst bitte hin und übernimmst die Gruppe. Das heißt, ihr vier sprecht mit dem. Ne? Ich spreche nicht mehr mit den Leuten. Nee, das ist vorbei. Ich sage dir nur noch, auch ein bisschen gröber, Löschangriff da vorne links. Ne? Weißt du Bescheid? Jo, ich kümmere mich drum. So, das heißt, er hat jetzt nur noch, der Einsatzleiter, hat nur noch 4 Leute, die mit ihm sprechen. Mit den People hier unten. Die sprechen mit den Rotwestleuten, alle mit den Gruppenführern. Ne? Das ist also sozusagen nicht mehr mein Problem. Und so könnte es auch noch weiterbrechen. Weiter nach oben, wenn wir jetzt mal gucken, könnte auch noch eine Ebene sein. Abschnittsleiter, ne? Also könnt ihr noch zwischen sein. Abschnittsleiter, wenn man viele, noch mehr Gruppenführer hat, weil bei 1, 2, 3, 4, vielleicht noch eine 5. Gruppe, dann ist aber auch Schluss. Ne? Also ich würde jetzt empfehlen, wenn jetzt noch was dazu kommt und der Einsatz so groß ist, dann müsste man vielleicht noch mal noch eine Zwischenebene einführen. Versteht ihr, was ich meine? Denkt bitte darüber nach. Übt diese Trennung. Übt, auch wenn er den Einsatz oder den Übungsdienst leitet, den Übungsarm leitet, übt trotzdem diese Zwischenebene. Lasst mal jemand anders einen Gruppenführer üben. Lasst mal jemand anders mit der Gruppe sprechen und lernt, dass der Einsatzleiter nicht dem zu sagen hat, wo er sein Wasser rausnehmen soll, sondern das läuft alles über den Meldeweg. Ne? Nur so. Dann ist das ein vernünftiger Einsatz, dann seid ihr professionell. Dann gebe ich euch mein Abo. Okay, super. Aber wie gesagt, apro Abo. Vielen Dank nochmal für die ganzen Abos. Ich freue mich super. Das macht mir richtig Spaß, wenn ihr hier dieses Gefällt mir auch noch drückt. Vielen Dank. Freut mich. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann. Ciao.